Katze hast du wieder. Ja, na dann. Sag, ist das gut am Vormittag so viele Schnäpse? Max. Lieber Max, was habe ich nur verbrochen, dass es mich so hart trifft? Na, da könnte ich dir so einiges aufzählen. Aber das wirst du nicht so gern hören. Max, glaubst du, dass ich zu einem Mord fähig bin? Nein, das nicht. Doch. Naja, dann kann sich's nur um Rosita handeln. So ist es. Ich trinke mir einen an, weil ich sie aufsuchen muss. Und das auch noch in deinem Hotel. Du hast doch gesagt, dass ich sie aufnehmen soll. Ja, ich weiß. Du, Rositas Anwalt hat mir geschrieben. Wenn ich Rosita nicht verzeihe, muss ich ihr 400 Millionen Peseten hinblättern. Was, 400 Millionen? Warum das denn? Das ist ihr Anteil. Ich habe meinen Anwalt gefragt, das kann sie fordern. Hast du denn so viel? Spinnst du? Woher denn? Ich investiere doch laufend. Aha. Na ja, und jetzt willst du zu Rosita gehen und sie bitten? Ich? Und Rosita bitten? Die Frau, die mich demütigt, die mich zum Gespött der Leute gemacht hat, bitten? Ach so, ja klar. Du willst sie ja umbringen. Im Affekt natürlich. Der kommt ganz von allein, der Affekt. Ich brauche nur an diesen argentinischen Ochsenzüchter zu denken. Max, mal im Ernst. Kannst du dir für deinen Sohn so eine Schwiegermutter wünschen? Was? Na ja, dann treffe deinen Sohn der Spott. Und dich natürlich auch. Ach so, siehst du das? Ich glaube nicht, dass Michael so sensibel reagiert. Und ich auch nicht. Solltet ihr aber. Man hat doch Ehre. Eine Ehebrecherin als Schwiegermutter. Da bist du keine Respektsperson mehr. Ach so? Sag, sehe ich das richtig? Dir geht's in erster Linie darum, was die Leute sagen. Ja, warum denn sonst? Ich liebe Rosita immer noch. Diese Schlange. Ich habe sie nie vergessen. Ich habe nie eine andere genommen. Rosita ist einmalig. Du kannst Rosita behalten. Und das Hotel. Wenn du auf das Geschwätz der Leute pfeifst. Das ist doch nicht dein Ernst. Doch, ich bin dein Konkurrent. Welche Veranlassung hätte ich, dir einen selbstlosen Rat zu geben? Das stimmt. Irgendwie bist du ein feiner Mensch. Aber ich kann nicht. Lieber gehe ich vor die Runde, als Rosita zu verzeihen. Ein Mann hat doch seinen Stolz. Na gut, wie du willst. Beteilige mich an der Versteigerung, wenn du pleite gehst. Dein Hotel? Das käme mir sehr gelegen. Als Kompagnon von deiner Rosita sozusagen? Ich bin ein cleverer Geschäftsmann. Das weißt du. Ich muss los. Wo willst du denn hin? Du musst ja nicht alles wissen. Entschuldige die Verspätung, aber Kroll, ich muss ihn wieder auf den richtigen Kurs bringen. Sag, hat Michael den Gips schon ab? Franks bei ihm. Du, ich habe außerdem mit Franks Arzt gesprochen. Es ist sensationell. Knochen und Muskulatur sind wieder fast so belastbar wie bei einem Gesunden. Gehen wir rein? Ja. Ach, da kommen wir schon. Hallo. Mein Leidensweg beginnt erst. Bewegungsübung, Gymnastik. Oh, ein Stress an euch. Aber Michael war sehr tapfer, als der Gips aufgeschnitten wurde. Nur zweimal hat er Auge drin. Du hast gut reden. Mach sowas mal mit. Die eine Schwester, die war ein richtiger Drachen, hat mir tief in die Haut geritzt. Bestimmt nur, weil ich gesagt habe, ist denn die kleine, niedliche Blonde nicht mehr da? Ja, echt, man darf nicht mal mehr einen Scherz machen. Ja, komm, red nicht so viel, du Simulant. Zwei gesunde Kinder. Ein Segen. Na, was ist denn? Kommt ihr nun? Ich bin mit Sarah verabredet. Sie will mich mit ihrer Mutter bekannt machen. Tatsächlich? Ja, Sarah hofft, dass ihre Eltern wieder zueinander finden. Na, da bin ich nicht so zuversichtlich. Also, bis später. Ciao. Ciao. Danke. Mein Segelboot liegt in Palma. Wird General überholt. Übermorgen bekomme ich es wieder, da machen wir einen kleinen Turn. Übermorgen? Ja, vorher wird es leider nicht fertig. Ja, aber übermorgen bin ich schon wieder in Goslar. Wie, übermorgen? Was dachtest du, wie lange ich bleibe? Ewig. Die Zeit vergeht, sie rinnt wie Sand durch die Finger. Auch wenn man es nicht wahrhaben will. Ich werde oft an dich denken. Aha. Soll ich etwa nicht? Ich weiß nicht ganz, wie du das meinst. Na, wie ich es sage. Ja, und wie sagst du es? Das klingt so wie...
Schade, dass es vorbei ist, aber ich werde oft daran denken. Der Wagen steht vor der Tür. Alles klar. Okay. So, bitteschön. 4.000 macht das. Der Wagen steht vor der Tür. Toll! Ich sehe, kannst du ja bald wieder bei mir arbeiten. Ach, hast du eine Ahnung? Ich muss mich schon, ich mach keine großen Sprünge. Tag, Harald, wie gehen die Geschäfte? Ja, glänzend. Kaum gehen die beiden ins Auto zurück, ist schon wieder vermietet. Entschuldigung. Herr Jasny, wissen Sie, wo Sarah ist? Die sitzt in der Bar. Einen sehr erholten Eindruck machen Frau Feller und ihr Freund aber nicht. Na, die tauchen ja auch wie die Wahnsinnigen. Du stimmt, die waren wieder täglich an diesem versunkenen Fracht. Freunde, ich muss wieder ans Werk. Gut. Lass dich gelegentlich mal sehen, Michael. Hasta luego, Harald. Frau Feller und Herr Hartmann wollen im nächsten Monat schon wiederkommen. Ach, so prima. Ja, das geht in Ordnung. Wiedersehen, Frau Wiedersehen. Feller. Vom 15. bis 25. Ja, ist schon notiert. Gut. Wiedersehen, gute Heimreise. Vielen Dank. Alles Liebe, bis dann. Du hast übrigens recht. Die beiden sehen wirklich nicht so aus, als ob sie ein paar Wochen Urlaub gemacht hätten. Ja, wahrscheinlich sind sie auch auf den faulen Zauber mit den Goldbarren in dem alten Frachter reingefallen. Na, da sind sie aber selber schuld. Also komm. Ja. Du, entschuldige mich. Ja. Du hast den Mord doch nicht etwa begangen, außerdem bist du so. Sie tötet mich mit jedem Wort. Wenn ich nicht schwimmen könnte, dann ging ich ins Wasser. Was hat Rosita denn gesagt? Ich war so blöd, auf deinen guten Rat einzugehen. Die Folgen können nur als katastrophal bezeichnet werden. Du kennst Rosita Moment, schlecht. Moment, ich begleite dich. Frank, ich bin mal kurz aus dem Haus. Ja, ja. Was? Ja, das hat sie gesagt. Du dürfst es mir nicht so leicht machen. Das ist gegen ihre Ehre. Gegen ihre, verstehst du? Na, ich hab zu ihr gesagt, Rosita, gut. Wenn ich 400 Millionen Peseten hinblättern muss, dann kann ich mir gleich einen Strick nehmen. Also verzeih ich dir und nehme dich wieder auf. War das etwa falsch? Naja, du, ich weiß nicht so recht. Aber Rosita, die verrückte Schlange, stell dir das mal vor, sie erwartet von mir Liebe. Liebe und Enthusiasmus. Ich soll auf die Knie gehen aus Dankbarkeit, dass sie zu mir zurückgekehrt ist. Die Glocken sollen läuten. Die Glocken? Zugegeben, das ist etwas viel verlangt. Na eben. Ich hab zu ihr gesagt, du bist eine verrückte Ziege, du kannst mir gestohlen bleiben. Da hat sie eine Vase nach mir geschmissen. Eine von euren billigen Hotelvasen. Aber immerhin, vergiss nicht, sie ihr in Rechnung zu stellen. Ja, ja, schon gut. Aber heute Morgen hast du zu mir gesagt, du liebst Rosita noch. Ja, so ist es ja auch. Ja, warum sagst du dann zu ihr, sie kann dir gestohlen bleiben? Sie weiß ja noch nicht, dass ich sie immer noch liebe. Soll ich mich vielleicht bei ihr dafür entschuldigen, dass sie mich betrogen hat? Die Vase hat übrigens ein kleines Loch in eure Tapete gerissen. Also die kann ich verkraften. Hör zu, du schreibst dir einen Brief. Nein, niemals. Und du kaufst dir einen Strauß Rosen. Nein, einen Dolch kaufe ich, einen Dolch. Wir werden beide sterben, wie Macbeth und Desdemona. Du meinst Othello und Desdemona. Das ist mir völlig egal. Wir werden jedenfalls sterben. Ich habe schon verstanden. Ja? Es war ein Urlaubsfahrt. Nein, das war es nicht. Was war es dann? Katinka, ich hatte nichts gegen deinen Freund, dem du treu sein wolltest. Er war für mich eine Art Garantie, dass ich mich nicht dazu hinreißen lasse. Er bildete die Grenze. Das tut mir aber leid für dich. Soll ich mir ganz schnell einen anschaffen, damit du wieder eine Grenze ziehen kannst? So einen Aufreiß aus dem Hotel vielleicht? Was ich meine ist, du bist jung. Was für eine verblüffende Feststellung. Wann hast du sie gemacht? Von Anfang an. So wie du von Anfang an die Feststellung gemacht hast, dass ich alt bin. Ja, ja. Uralt. Katinka. Ich entschuldige mich in aller Form bei dir, dass ich nicht wenigstens 35 bin. Dann ging es ja vielleicht, oder? Ja. Ah, ja. Für eine Woche also kann sich ein 50-Jähriger mit einer 25-Jährigen einlassen, für länger nicht. Mir gefällt das Wort einlassen nicht. Es entspricht nicht meinen Empfindungen. Um was für Empfindungen kann es sich denn handeln, wenn du dich übermorgen für immer von mir verabschieden willst? Und vor allem, wie verträgt es sich damit, dass du mir am Strand eben noch gesagt hast, du willst, dass ich ewig bleibe? Es verträgt sich überhaupt nicht damit. Das eine möchte ich
Und das andere muss sein. Ich wollte, ich könnte dich verstehen. Aber wahrscheinlich bin ich zu jung dazu. Da haben wir's. Ich bin einfach noch zu unreif, um deiner Altersweisheit folgen zu können. Der Beweis. Du hast recht. Deine Ironie tut mir weh. Ach ja? Was wäre dir denn lieber? Aber Andreas, ich bitte dich. Diesen kleinen Flirt habe ich doch niemals ernst genommen. Sowas stecke ich doch weg wie nichts. Da mach dir mal keine Gedanken. Aus den Augen, aus dem Sinn. Sowas erlebe ich jede Woche 2 bis 3 Mal. Ich nehme es, wie es kommt. Wenn du so wärst, liebte ich dich nicht. Wo willst du hin? Zu einem Schönheitschirurgen. Ich lasse mich älter machen. Falten, Runzeln, Tränensäcke, damit ich akzeptabel für dich bin. Die meisten Frauen wollen ja das Gegenteil. Jung sein, ich nicht. Jung sein ist eine Strafe. Tierra soñada por mí. Mi cantar se vuelve gitano a Isara Gilda. Du scheinst ja fröhlich zu sein. Ist denn das Gespräch mit Papa so gut verlaufen? Si, si, für mich schon. Hast du denn deinen Freund nicht mitgebracht? Doch, doch. Michael, komm doch. Das ist ja doch der mit dem kranken Bein. Herr Signora Kroll. Nein, Mama. Der mit dem kranken Bein, das ist Frank. Aber der ist auch schon wieder gesund. Und Michael hatte nur den Fuß gebrochen. Aha. Asiéntate. Setz dich. Ach, gracias. Ob. Ich hoffe, Sarah bekommt mal einen besseren Mann als ich. Einen starken, einen klugen. Einer, der weiß, was eine Frau ist. Hm? Nun, ich... Ja. Und du liebst die Sarah so, dass sie dich nicht verlassen muss? Ja, das ist... Ja, so liebe ich sie. Und wenn sie dich verlassen muss, weil dein Feuer für sie so schwach brennt, und sie kehrt zu dir zurück, was tust du dann? Ja, ich denke, dass ich vielleicht... dass ich sie vielleicht küsse. Wie küsse? Ja, wild, entfesselt, leidenschaftlich. Muy bien, steh auf. Vergiss es aber nicht. Miguel, mira. Schau mal da. Ich muss seine Vase nach meinem Mann werfen, weil er verlangt hat, dass ich ihn wiederliebe ohne seine Liebe. Es ist una barbaridad, verdad? Sí, verdad. Ja, aber bei euch wird das nicht so sein, hä? Nein, Mama. Ich hoffe. Oh, lass uns was trinken. Ja? Ja? Miguel? Uno, dos, Achtung, y tres. Y viva la amor! Salud! Packst du? Ja, ich fliege heute schon. Das heißt, falls ich eine Maschine bekomme. Aber das ist doch so gut wie aussichtslos. Ja, das hat man mir auch gesagt. Aber ich versuche es trotzdem. Andreas, ich habe deine Entscheidung akzeptiert. Akzeptiere du bitte meine. Alles gut. Dann fahre ich dich zum Flughafen. Nein, das wirst du nicht tun. Ich nehme mir ein Taxi. Ich habe ja vom Hotel für 3 Tage Geld wiederbekommen. Kommst du zurück, wenn du keine Maschine bekommst? Ich habe im Yachthafen angerufen. Mein Boot wird morgen früh schon fertig. Wir hätten also gut segeln können. Morgen. La señorita guapa se marcha ya hoy. Sí, Margarita, sí. Puede ser que usted tiene la culpa. Ella me va a faltar mucho. A mí también. Margarita sagt, du wirst ihr fehlen. Sie meinte, ich habe einen Fehler gemacht. So sagt sie das. Dann ist sie klüger als du. Bist du sicher, dass es sich bei deiner vorzeitigen Abreise nicht um eine Trotzreaktion handelt? Nein, da bin ich mir gar nicht sicher. Aber es fällt mir leichter, jetzt zu gehen, als übermorgen. Schreibst du mir? Was denn? Falls du einmal wiederkommst auf die Insel, ich meine, dann wär's doch ziemlich töricht, mich nicht zu besuchen. Wäre es das? Ja. Nein. Rufst du mir bitte ein Taxi? Du kannst mich schon deshalb nicht verstehen, weil du mit Lisa nie sowas durchmachen musstest. Obwohl man ja sagt... Obwohl man was sagt? Ach, sicher nur dummes Gerede.
Was ist sicher nur dummes Gerede? Ja, das ist deine Frau und dein Manager. Jasni hat Gabriela, die Galeristin. Jetzt ja. Aber das ist ja vorbei. Was ist vorbei? Dass sie sich mit Jasni getröstet hat, weil du ja zu wenig Sinn für ihre Malerei gezeigt hast. Jasni hat ihr Mut und Hoffnung gemacht, nicht du. Tino, wenn du so weiterredest, brauchst du dir weder einen Strick noch einen Dolch zu kaufen, um dich umzubringen. Dann besorge ich das. Ich habe gesagt, es handelt sich nur um dummes Gerede. Ich habe nicht gesagt, dass es so gewesen ist. Obwohl es ja bei Rosita und ihrem Argentinier auch nur angeblich dummes Gerede war. Anfangs. Und so einen fiesen Kerl wie dich tröst dich noch über seinen Kummer. Wieso bin ich ein fieser Kerl, wenn ich dir rate, misstrauisch zu sein? Max, im Grunde genommen ist es doch so. Du warst einer Frau nur den Rücken zu kehren und... Wenn du das duldest, wenn du das großzügig übersiehst, dann hast du schon verloren. Großmut und Nachsicht nimmt eine Frau nur zum Anlass, immer weiter vom Pfad der Tugend abzukommen. Ja, lächle ruhig. So habe ich den argentinischen Ochsenzüchter auch angelächelt, wie du den Jasni. Pass auf, kann ich dir nur sagen. Und bring lieber ihn um und nicht mich. Schon ganz gut, oder? Ja, nicht schlecht. Warte mal, jetzt probiere ich mal ein. Ja. Volles Risiko. Komm. Sehr gut. Oh. Nicht so schnell jetzt, langsam. Mach doch Spaß. So, und jetzt Tempo gegen Stoß. Oh. Jetzt zeige ich euch, wie ich noch schneller vorwärts komme. Ja? Achtung! So. Du, wenn ich nicht wüsste, dass das Papa ist, dann würde ich denken, da steht ein Fan, der Angst hat, Mama um ein Autogramm zu bitten. Dein Vater war mit Herr Lindemann zusammen. Wahrscheinlich hat er ihm irgendwelches dummes Zeug eingeredet. Na, daran ist er ja Weltmeister, du Papa, sabes. Ich will dich nicht stören. Tust du nicht. Das kannst du gar nicht wissen. Inspiration, das kennst du ja, ist alles. Du, das Transzendentale gelingt dir immer besser. Stilistische Konzeption und Ausdruckskraft bilden eine kompositorische Einheit. Die Farbe als expressive Kraft der Seele. Max? Ja? Stimmt's nicht, was ich sage? Tja, wo hast du das aufgeschnappt? Ich? Gar nicht. Wieso denn? Na, so schön. Ich habe da ein bisschen in Kritiken geblättert. Fachzeitschriften. Ja, weil es mich stört, dass Jasni Bescheid weiß und ich nicht. Alle verstehen mehr davon. Hork, Gabriela, Jasni, Delbrück. Ich dagegen... Du dagegen bist mein Mann, du betrafst meine Bilder, nix und gehst zur Tagesordnung über. Hm? Und das genügt dir? Ja. Weißt du, weil Kroll... Wir haben da drüben geplaudert und wir haben dich hier gesehen. Und da hat er gemeint, Max, pass auf. Pass auf? Ja. Auf mich? Ja, und Jasni. Weil Jasni eben mehr Kunstverständnis hat, immer die richtigen Worte findet. Ach, Max. Ja, und wenn ich das dulde, hat er gemeint... Groll? Dann
Dann treibe ich dich direkt in seine Arme. Max, ich habe geglaubt, du wolltest Kroll motivieren, damit er nicht durchdreht wegen Rosita. Könnte es sein, dass er dich mehr negativ beeinflusst, als du ihn positiv? Naja, könnte schon sein, dass es versucht, meine ich. Aber es wird ihm nicht gelingen, dem Schurken. Du bist mir treu, hm? Ja, Max. Und ich hoffe, es wird dir nicht langweilig. Oh, nein, 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 ganz im Gegenteil. Du, es ist alles in bester Ordnung. Mal weiter, mein Liebe. Ich finde deine Bilder wunderbar. Mal weiter. Ja, was ist denn? Was habt ihr denn? Oh, nichts. Wir freuen uns. Ja? Worüber denn? Über dich. Ich wusste gar nicht, dass ich Anlass zur Freude gäbe. Da hat er eigentlich recht. Papa, das ist alles ganz einfach. Wir freuen uns, dass du so gute Laune hast. Das stimmt, Herr Lindemann. So froh und lustig habe ich sie noch nie gesehen. Claro que sí. Ein glücklicher Ehemann. Ja, bei Lisa, da hat er gestrahlt. Aber jetzt guckt er doch wie immer. Ja, das ist ja auch ein Unterschied, ob ich meine Lisa sehe oder euch. Meine Lisa arbeitet. Und ihr? Oh, verzeihen Sie, Frau Kroll. Sie sind natürlich eine Ausnahme. Sie sind Gast hier. Ja, und ich bin krankgeschrieben, ja? Ich wiederum mache meine Mittagspause. Und was machst du? Ich? Ich mache deine Arbeit. Was ist das hier? Und das? Ich will dich ja nicht kränken, liebe Omi. Aber wenn du nicht da bist, kann er sich auf seine Arbeit besser konzentrieren. Zwei Liebende gefunden haben, was sollte Gott anderes tun als lachen? Do you speak English? Yes. Have you ever lost your plane? No. Can I help you in anything? No. Are you sure? Yes. Thank okay. you. Okay. Bye-bye then. Bye. Margarita freut sich, dass sie recht hatte. Ich wollte eigentlich gar nicht zum Flughafen, aber sie bestand darauf. Ich dachte, du fauchst mich an und kommst gar nicht mit. Da bin ich Margarita aber dankbar. Na, mir nicht. Schließlich habe ich dich geholt. Es lohnt sich gar nicht, das jetzt noch alles auszupacken. Ich bin völlig durch den Wind gedreht. Ein Wunder ist das nicht. Ich bin noch unten und arbeite. Wenn du etwas essen möchtest, komm einfach. Ich bin hier.
Also doch Hunger und dafür nicht mehr müde? Kein Hunger und sehr, sehr müde. Sag mal, fallen um diese Jahreszeit noch Sternschnuppen? Kaum. Warum? Ach, nur so. Na? Ein Tag kann eine Perle sein und ein Jahrhundert nichts. Das ist aus einem chinesischen Gedichtband. Der liebe Gott wird schon wissen, warum er dir keinen Platz in einem Flugzeug gegeben hat. Derselbe Gott, der lacht, wenn zwei Liebende sich finden? Ja. Und er ist begrüßt, dass du heute nicht versuchst, eine Maschine zu bekommen. Und ich begrüße es natürlich auch. Aus dir möchte ich mal schlau werden. Nein, nein, erklär's mir lieber nicht. Deine Erklärungen bedeuten immer nur eins. Abschied. Damit will ich nichts zu tun haben. Du bist mir am liebsten, wenn du gar nichts sagst. Dann denke ich immer, du verschweigst mir lauter schöne Sachen. Wieso kauft er meiner Frau Not? Ach, hab
Hat er das? Da würde ich ihn mal fragen. Oh, Quatsch, nicht so blöd. Wie kommt der dazu? Wahrscheinlich hat er rausgekriegt, dass Rosita heute Geburtstag hat. Ist doch schick, der Hut, oder? Nee, albern. Ich würde ja nie so einen albernen Hut schenken. Ja, du schenkst dir lieber gar nicht. Ach, da kommen Sie wieder. Guten Tag, liebe Frau. Mr. Bruce, how are you? Hallo. Das ist doch nicht zu fassen. Tja, die haben gestern Abend sehr lange miteinander in meiner Bar getanzt. Weiß gar nicht, warum du dich so aufregst. Muss ich dir das wirklich erklären? Jetzt machst du mich doch schon wieder lächerlich. Engländer ist er? Ja, aus der Versicherungsbranche. Sollen Heiden Geld machen. Du, nun braucht Rosita dein Geld nicht mehr. Ach, du Idiot, es geht mir doch nicht ums Geld. Nein? Warum denn? Du, ich habe keine Zeit, mit dir zu plaudern. Du weißt ja, wie das ist, wenn man das Haus voller Gäste hat. Adios! Ja, aber jetzt muss ich los. Ich beeile mich, hm? Fahr trotzdem nicht schneller, als dein Schutzengel fliegen kann. Na, keinesfalls. Schon wegen der Paella nicht, die Margarita für uns machen will. Das kann in ganz Spanien keiner so gut wie sie. Hoffentlich habt ihr euch nicht erkältet. Es como si la vieran los perritos. Danke. Tienen pocos días. En realidad necesitan todavía su madre. Guck mal. Ja, das ist was Feines, gell? Voy a lavar la ropa. Cosas más importantes que hacer. Wo hast du denn die her? Aus dem Wasser. Stell dir vor, die wollte jemand in einem Sack ersäufen. Oh. Den hier habe ich Zottel genannt und den hier Zappel. Zottel und Zappel? Ja. Ja, das können die bestimmt nicht auseinanderhalten, wenn die mal groß sind. Zottel und Zappel, das klingt einfach zu ähnlich. Naja, das macht nichts. Dann kommen sie eben alle beide oder gar nicht.
Ich liebe dich. Ich dich auch. Aber was nützt uns das? Pardon. Carl kommt. Carl zu mir? Ah, Max, darf ich dich mit Frau Schlichting bekannt machen? Guten Abend. Sehr erfreut. Und herzlich willkommen in meinem Haus. Dankeschön. Sie haben es sehr schön hier. Frau Schlichting ist ein Gast von mir. Jetzt ist gleich was fällig. Wieso? Ach so. Könnte man nicht vielleicht so was wie eine Art Weltfriedenskonferenz anrufen? Glaube ich nicht. Geh lieber in Deckung. Dein Bruch ist noch nicht ganz verheilt. Verhindere bitte, dass ich ins Zuchthaus komme. Ins Zuchthaus? Wieso denn? Frage nicht, will und handle. Komm und klammere mich ganz fest mit Gewalt, so dass ich nicht weg kann. Was macht Michael denn da? Tja, er hält Frau Kroll fest. Wahrscheinlich auf ihren ausdrücklichen Wunsch. Damit sie niemanden an die Gurgel gehen kann, oder? Ja, so ist es. Nur ich fürchte, Michaels Kräfte werden nicht ausreichen. Rosita, darling. I'm sorry. What are you doing? Let her go. Ja, ich bin auch ganz sorry, Sir, aber ich darf nicht. Au! Was soll das denn? Ich bin doch sozusagen von der UNO-Friedenstruppe. Die hat ja auch schon Opfer zu beklagen. Nun komm, es war doch nur ein Missverständnis. Kann man nicht vorsorglich hier die Polizei alarmieren? Nein, nein, es ist keineswegs abzusehen, welchen Verlauf die Kampfhandlungen nehmen. Außerdem bin ich gut versichert. Ja, ja, die wirken auch jetzt ganz friedlich. Ah, das kann sich schnell ändern. Na bitte. Hey! Sie ungehobelte Blenden! Hören Sie auf! Mischen Sie sich gefälligst in meine ehelichen Auseinandersetzungen ein! Komm, wo sieht das sein, wie wieder frei? Let her go! Go yourself! Mein Goodness. So, jetzt hast du deine Goodness. Worum ging es eigentlich? Ach, fragen Sie doch nicht sowas. Sie kennen doch die Redensart, sich zusammenraufen. Das schon. Sehen Sie, und das haben Kroll und seine Frau eben getan. Wäre das nicht auch ohne diese Rangelei gegangen? Bei anderen vielleicht. Bei Rosita und Kroll sicher nicht. Man lernt nie aus. Nun ist wohl alles wieder gut, hm? Ich denke doch. Siehst du ja. Mir will nur nicht einleuchten, dass ich eine geklebt gekriegt habe. Am liebsten würde ich diesem Engländer hinterhergehen und mich tüchtig revanchieren. Das glaube ich dir. Aber das kannst du nicht. Wieso nicht? Er ist doch Gast bei euch. Ach so, ja. Hast du auch wieder recht. Schönen Abend. Sag bloß, die haben sich wieder versöhnt. Ja, sieht ganz so aus. Komm, setz dich ein bisschen zu mir, mein Schatz. Hm? Wer hat denn das Kunststück fertig gebracht? Die Eifersucht. Die Eifersucht? Ja.
Erst haben sie sich gegenseitig eifersüchtig gemacht, dann gab es eine mittlere Keilerei und jetzt vertragen sie sich wieder. Max, ein Glück, dass unsere Ehe nicht so kompliziert ist. Ja. Hör ich da einen gewissen Zweifel in deiner Stimme? Nein, nein, nein. Ich frage mich nur manchmal, ob es bei uns nicht ein bisschen zu ruhig ist. Also normal sind wir nicht, Lisa. Wenn normal ist, was in den meisten Ehen passiert, ja, dann sind wir ein bisschen zurückgeblieben. Beunruhigt dich das? Nein. Ich denke mir nur manchmal, dass du vielleicht ein bisschen das Gefühl hast, etwas versäumt zu haben. Ach, du spinnst ja, Max. Den Flo hat dir der Groll ins Ohr gesetzt. Was soll ich denn versäumt haben? Ein halbes Dutzend Affären, wo man sich hinterher fragt, warum man sie überhaupt angefangen hat? Oder glaubst du, du hast was versäumt? Nein. Ich wollte immer nur mit dir leben. Sonst nicht. Ich auch. Wir sind eben ein ganz altmodisches Pärchen. Scheint so. Du, trinken wir noch ein Glas zusammen? Nicht hier. Hier sind viel zu viele Leute. Ob wir nach 25 Jahren Ehe auch noch so glücklich zusammen sind? Hast du gesagt Ehe? Was? Nein, ich habe nur laut gedacht. Willst du noch was trinken? Feigling. La cuenta, por favor. Sí, señor. Du, Papa. Hoffentlich vergisst Frank nicht, dir die Vase in Rechnung zu stellen. Bitte, welche Vase denn? Ja, die sie ihrem Mann an den Kopf werfen wollte und die an der Wand zerschellte. Ach, sei doch nicht so kleinlich, Michael. Wenigstens hat sie Stimmung in die Bude gebracht. Ja, ja. Das Finale. Aber wer keine Kapelle, die einen Tisch spielt? Ach, schade, dass die beiden nicht geschieden sind. Das gäbe eine zünftige Hochzeit. Dino, amorcito, Dino. Sarah. Ich habe mich außerordentlich wohlgefühlt in Ihrem Hause, Herr Lindemann. Obwohl es natürlich nicht den Komfort hat wie meins. Welchen Grund sollte deine Frau sonst auch haben, zurückzukehren? Stifte keinen Unfrieden, Papa. Man weiß nicht, wie gefestigt die Beziehungen schon wieder sind. Ei, Miguelito, du bist ein süßer Frechdachs. Von Liebe aber verstehst du noch nichts. Siehst du? Und du behauptest immer, dass es nur an meinem guten Willen liegen würde. Ach, na, ist es soweit? Ja, Lisa. Ihre Zimmerpreise sind so gesalzen, dass wir nicht einsehen können, was unserer Familienzusammenführung im Wege stehen soll. Oh, guten Tag, Herr Redmann. Guten Tag, Herr Redmann. Na, der hat doch in den vergangenen Jahren immer bei mir gewohnt. Den hast du mir abgeworben, du Schuft. Hab ich gar nicht nötig. Mein Haus wirbt für sich selbst. Ich wollte mich bei Ihnen bedanken, Senor Chasny. Es war sehr schön. Aber gnädige Frau, es war eine große Freude für mich. Dankeschön. Apropos abwerben, warum wirfst du ihn nicht ab? Rosita, ich bitte dich, darüber können wir doch nicht reden, wo Lisa und Max hier sind. Na, das ist nun der Dank für alles. Übrigens, Herr Kroll, unser Hotel ist in jeder Position spitzenmäßig besetzt. Besonders die Strandbar. Dahin kommen nämlich all Ihre Gäste, nachdem Sie bei Ihnen gefrühstückt haben. Ist der nicht manchmal ein bisschen zu kess? Oh, doch, doch. Aber wo er recht hat, hat er recht. Rosita, wir gehen. Lisa, ja. Marius, Philipp. Oh, nein, nein. Adios, Señores. Sarah, kommst nicht mit? Nein, ich muss mit Michael noch Bewegungstherapie machen. Ach, so nennt man das heute. Dein Verehrer. Aber ich habe ihn nur benutzt, um dich eifersüchtig zu machen. Was? Wär's dir lieber, wenn ich ihn gemobbt hätte? Nein, aber das darf ja nicht wahr sein. Ich habe Frau Schlichting doch auch nur benutzt, um dich eifersüchtig zu machen. Was? Ja, so war das. Na, es ist nur, weißt du, wir hätten es viel leichter haben können. Ja, meine kleine Rosita. Gabriela! Schön, dass du mich abholst. Ich bin auch neugierig. Wie war es auf Ibiza?
Du bist heute zuversichtlicher als in den letzten Tagen. Ja, ein bisschen jedenfalls. Du, komm. Ich könnte auf Ibiza den Antiquitätenladen einer Bekannten übernehmen. Sie gibt auf. Weil der Laden auch nicht geht? Doch, der geht sehr gut. Sie übernimmt das Geschäft ihres Vaters in Deutschland. Ich müsste natürlich erst mal meinen Laden hier verkaufen, bevor ich... Ja, natürlich. Na, hör mal, mit dem Schiff von Mallorca nach Ibiza, das ist doch nur ein Katzensprung. Oder was überlegst du? Mir geht durch den Kopf, dass ich ein Angebot habe, auf Ibiza in einem 500-Betten-Hotel das Management zu übernehmen. Ich habe es verworfen, weil... Lindemann. Und auf die Größe eines Hotels kommt es alleine nicht an. Aber wenn du dich auf Ibiza niederlässt, dann... Na, das wäre doch toll, Philipp. Nur, wie schnell ich das abwickeln kann, also ich meine, den Laden verkaufen kann, das weißt du natürlich nicht. Ja, eben. Das ist das Problem. Sonst sitze ich auf Ibiza und du hier. Das müssen wir uns wirklich in aller Ruhe überlegen. Ja, da hast du recht. Ich werde inserieren und dann sehen wir weiter. Hm? Antworte ich dir ganz im Ernst zum Flughafen. Und diesmal habe ich ein gültiges Ticket. Nein. Es ist Freitag, der 11. Eben. Musst du Samstag, Sonntag arbeiten? Hat dein Laden da nicht zu? Was soll das, Andreas? Ich habe deinen Flug storniert. Du bleibst. Auf einmal? Warum? Wegen Zottel und Zappel. Sie lieben dich. Du lügst. Allerdings. Jedenfalls kannst du nicht fliegen. Weder heute noch morgen. Frühestens Sonntag. Und wann spätestens? Niemals. Ja, aber nur mal kurz nach Deutschland zu fahren, deine Sachen in Ordnung zu bringen und dann schnellstens zurückzukommen. Du bist verrückt. Leo. Du hast nicht zufällig vergessen, dass ich 25 Jahre jünger bin als du. Dass, wenn ich 45 bin, du 70 sein wirst. Wenn ich 55 bin, du... Rechnen kann ich auch. Wenn ich 100 bin, bist du 75. Tja, hast du, Phoebe. Da kann man nun mal nichts ändern. Eine Garantie für ein dauerhaftes Glück gibt es nicht. Nur um dem Glück aus dem Weg zu gehen, weil es nicht ewig dauert. Das ist doch Quatsch. Ja, ganz sicher. Aber wieso bist du da erst heute drauf gekommen? Ich war dieser Meinung schon, als du mir noch gesagt hast, dass es keinen Sinn hat. Ja, du bist ja auch jung. Du kennst dich da ja auch aus. Also komm, gehen wir segeln. Dann zieh dich auf. So geht das ja nicht.
Jedenfalls erst mal. Sag, ist das gut, am Vormittag so viele Schnäpse? Max, lieber Max, was habe ich nur verbrochen, dass es mich so hart trifft? Na, da könnte ich dir so einiges aufzählen. Aber das wirst du nicht so gern hören. Max, glaubst du, dass ich zu einem Mord fähig bin? Nein, das nicht. Doch. Naja, dann kann sich's nur um Rosita handeln. So ist es. Ich trinke mir einen an, weil ich sie aufsuchen muss. Und das auch noch in deinem Hotel. Du hast doch gesagt, dass ich sie aufnehmen soll. Ja, ich weiß. Du, Rositas Anwalt hat mir geschrieben. Wenn ich Rosita nicht verzeihe, muss ich ihr 400 Millionen Peseten hinblättern. Was, 400 Millionen? Warum das denn? Das ist ihr Anteil. Ich habe meinen Anwalt gefragt, das kann sie fordern. Hast du denn so viel? Spinnst du? Woher denn? Ich investiere doch laufend. Ah, na ja, und jetzt willst du zu Rosita gehen und sie bitten? Ich? Und Rosita bitten? Die Frau, die mich demütigt, die mich zum Gespött der Leute gemacht hat, bitten? Ach so, ja klar. Du willst sie ja umbringen. Im Affekt natürlich. Der kommt ganz von allein, der Affekt. Ich brauche nur an diesen argentinischen Ochsenzüchter zu denken. Max, mal im Ernst. Kannst du dir für deinen Sohn so eine Schwiegermutter wünschen? Was? Na ja, dann träf für deinen Sohn der Spott. Und dich natürlich auch. Ach so, siehst du das? Ich glaube nicht, dass Michael so sensibel reagiert. Und ich auch nicht. Sollte dir aber. Man hat doch Ehre. Eine Ehebrecherin als Schwiegermutter. Da bist du keine Respektsperson mehr. Ach so? Sag, sehe ich das richtig? Dir geht's in erster Linie darum, was die Leute sagen. Ja, warum denn sonst? Ich liebe Rosita immer noch. Diese Schlange. Ich habe sie nie vergessen. Ich habe nie eine andere genommen. Rosita ist einmalig. Du kannst Rosita behalten. Und das Hotel. Wenn du auf das Geschwätz der Leute pfeifst. Das ist doch nicht dein Ernst. Doch, ich bin dein Konkurrent. Welche Veranlassung hätte ich, dir einen selbstlosen Rat zu geben? Das stimmt. Irgendwie bist du ein feiner Mensch. Aber ich kann nicht. Lieber gehe ich vor die Hunde, als Rosita zu verzeihen. Ein Mann hat doch seinen Stolz. Na gut, wie du willst. Beteilige mich an der Versteigerung, wenn du pleite gehst. Dein Hotel? Das käme mir sehr gelegen. Als Kompagnon von deiner Rosita sozusagen? Ich bin ein cleverer Geschäftsmann. Das weißt du. Ich muss los. Wo willst du denn hin? Du musst ja nicht alles wissen. Entschuldige die Verspätung, aber Kroll, du musst ihn wieder auf den richtigen Kurs bringen. Ich sag, hat Michael den Gips schon ab? Franks bei ihm. Du, ich habe außerdem mit Franks Arzt gesprochen. Es ist sensationell. Knochen und Muskulatur sind wieder fast so belastbar wie bei einem Gesunden. Gehen wir rein? Ja. Ach, da kommen wir schon. Hallo. Mein Leidensweg beginnt erst. Bewegungsübung, Gymnastik. Oh, ein Stress an euch. Aber Michael war sehr tapfer, als der Gips aufgeschnitten wurde. Nur zweimal hat er Auge gebrochen. Du hast gut reden. Mach sowas mal mit. Die eine Schwester, die war ein richtiger Drachen, hat mir tief in die Haut geritzt. Bestimmt nur, weil ich gesagt habe, ist denn die kleine, niedliche Blonde nicht mehr da? Echt, man darf nicht mal mehr einen Scherz machen. Na komm, red nicht so viel, du Simulant. Zwei gesunde Kinder. Ein Segen. Na, was ist denn? Kommt ihr nun? Ich bin mit Sarah verabredet. Sie will mich mit ihrer Mutter bekannt machen. Tatsächlich? Ja, Sarah hofft, dass ihre Eltern wieder zueinander finden. Na, da bin ich nicht so zuversichtlich. Also, bis später. Ciao. Ciao. Danke. Mein Segelboot liegt im Palma. Wird General überholt. Übermorgen bekomme ich es wieder, dann machen wir einen kleinen Turn. Übermorgen? Ja, vorher wird es leider nicht fertig. Ja, aber übermorgen bin ich schon wieder in Goslar. Wie, übermorgen? Was dachtest du, wie lange ich bleibe? Ewig. Die Zeit vergeht, sie rinnt wie Sand durch die Finger. Auch wenn man es nicht wahrhaben will. Ich werde oft an dich denken. Aha. Soll ich etwa nicht? Ich weiß nicht ganz, wie du das meinst. Na, wie ich es sage. Ja, und wie sagst du es? Das klingt so wie...
Schade, dass es vorbei ist, aber ich werde oft daran denken. Der Wagen steht vor der Tür. Alles klar. Okay. So, bitteschön. 4.000 macht das. Der Wagen steht vor der Tür. Toll! Ich sehe, kannst du ja bald wieder bei mir arbeiten. Ach, hast du eine Ahnung? Ich muss mich schon, gemacht. Keine großen Sprünge machen. Tag, Harald, wie gehen die Geschäfte? Ja, glänzend. Kaum geben die beiden das Auto zurück, ist schon wieder vermietet. Entschuldigung. Herr Jasny, wissen Sie, wo Sarah ist? Die sitzt in der Bar. Ah. Einen sehr erholten Eindruck machen Frau Feller und ihr Freund aber nicht. Na, die tauchen ja auch wie die Wahnsinnigen. Du stimmt, die waren wieder täglich an diesem versunkenen Fracht. Freunde, ich muss wieder ans Werk. Bitte. Lass dich gelegentlich mal sehen, Michael. Hasta luego, Harald. Frau Feller und Herr Hartmann wollen im nächsten Monat schon wiederkommen. Ach, ist ja prima. Ja, das geht in Ordnung. Was ist denn? Was habt ihr denn? Oh, nichts. Wir freuen uns. Ja? Worüber denn? Über dich. Ich wusste gar nicht, dass ich Anlass zur Freude gäbe. Da hat er eigentlich recht. Papa, das ist alles ganz einfach. Wir freuen uns, dass du so gute Laune hast. Das stimmt, Herr Lindemann. So froh und lustig habe ich Sie noch nie gesehen. Claro que sí. Ein glücklicher Ehemann. Ja, bei Lisa, da hat er gestrahlt. Aber jetzt guckt er doch wie immer. Ja, das ist ja auch ein Unterschied, ob ich meine Lisa sehe oder euch. Meine Lisa arbeitet. Und ihr? Oh, verzeihen Sie, Frau Kroll. Sie sind natürlich eine Ausnahme. Sie sind Gast hier. Ja, und ich bin krankgeschrieben, ja? Ich wiederum mache meine Mittagspause. Und was machst du? Ich? Ich mache deine Arbeit. Was ist das hier? Und das? Ich will dich ja nicht kränken, liebe Omi. Aber wenn du nicht da bist, kann er sich auf seine Arbeit besser konzentrieren. Zwei Liebende gefunden haben, was sollte Gott anderes tun als lachen? Do you speak English? Yes. Have you ever lost your plane? No. Can I help you in anything? No. Are you sure? Yes. Thank okay. you. Okay. Bye then. Bye. Margarita, como siempre. Margarita freut sich, dass sie recht hatte. Ich wollte eigentlich gar nicht zum Flughafen, aber sie bestand darauf. Ich dachte, du fauchst mich an und kommst gar nicht mit.
Da bin ich Margarita aber dankbar. Na, mir nicht. Schließlich habe ich dich geholt. Es lohnt sich gar nicht, das jetzt noch alles auszupacken. Ich bin völlig durch den Wind gedreht. Ein Wunder ist das nicht. Ich bin noch unten und arbeite. Wenn du etwas essen möchtest, komm einfach. Ich bin hier. Also doch Hunger und dafür nicht mehr müde? Kein Hunger und sehr, sehr müde. Sag mal, fallen um diese Jahreszeit noch Sternschnuppen? Kaum. Warum? Ach, nur so. Na? Ein Tag kann eine Perle sein und ein Jahrhundert nichts. Das ist aus einem chinesischen Gedichtband. Der liebe Gott wird schon wissen. Ich habe im Yachthafen angerufen. Mein Boot wird morgen früh schon fertig. Wir hätten also gut segeln können. Morgen. La señorita guapa se marcha ya hoy. Sí. Sí. Puede ser que usted tiene la culpa. Ella me va a faltar mucho. A mí también. Margarita sagt, du wirst ihr fehlen. Sie meint, ich habe einen Fehler gemacht. So sagt sie das. Dann ist sie klüger als du. Bist du sicher, dass es sich bei deiner vorzeitigen Abreise nicht um eine Trotzreaktion handelt? Nein, da bin ich mir gar nicht sicher. Aber es fällt mir leichter, jetzt zu gehen, als übermorgen. Schreibst du mir? Was denn? Falls du einmal wiederkommst auf die Insel, ich meine, dann wär's doch ziemlich töricht, mich nicht zu besuchen. Wäre es das? Ja. Nein. Rufst du mir bitte ein Taxi? Du kannst mich schon deshalb nicht verstehen, weil du mit Lisa nie sowas durchmachen musstest. Obwohl man ja sagt... Obwohl man was sagt? Ach, sicher nur dummes Gerede.
Was ist sicher nur dummes Gerede? Ja, das ist deine Frau und dein Manager. Jasni hat Gabriela, die Galeristin. Jetzt ja. Aber das ist ja vorbei. Was ist vorbei? Dass sie sich mit Jasni getröstet hat, weil du ja zu wenig Sinn für ihre Malerei gezeigt hast. Jasni hat ihr Mut und Hoffnung gemacht, nicht du. Tino, wenn du so weiterredest, brauchst du dir weder einen Strick noch einen Dolch zu kaufen, um dich umzubringen. Dann besorge ich das. Ich habe gesagt, es handelt sich nur um dummes Gerede. Ich habe nicht gesagt, dass es so gewesen ist. Obwohl es ja bei Rosita und ihrem Argentinier auch nur angeblich dummes Gerede war. Anfangs. Und so einen fiesen Kerl wie dich tröst dich noch über seinen Kummer. Wieso bin ich ein fieser Kerl, wenn ich dir rate, misstrauisch zu sein? Max, im Grunde genommen ist es doch so. Du warst einer Frau nur den Rücken zu kehren und... Wenn du das duldest, wenn du das großzügig übersiehst, dann hast du schon verloren. Großmut und Nachsicht nimmt eine Frau nur zum Anlass, immer weiter vom Pfad der Tugend abzukommen. Ja, lächle ruhig. So habe ich den argentinischen Ochsenzüchter auch angelächelt, wie du den Jasni. Pass auf, kann ich dir nur sagen. Und bring lieber ihn um und nicht mich. Schon ganz gut, oder? Ja, nicht gut. Warte mal, jetzt probiere ich mal ein. Ja. Volles Risiko. Komm. Sehr gut. Oh, nicht so schnell jetzt, langsam. Macht doch Spaß. So, und jetzt Tempo gegen Stoß. Jetzt zeige ich euch, wie ich noch schneller vorwärts komme. Ja? Achtung! So. Du, wenn ich nicht wüsste, dass das Papa ist, dann würde ich denken, da steht ein Fan, der Angst hat, Mama um ein Autogramm zu bitten. Dein Vater war mit Herrn Lindemann zusammen. Wahrscheinlich hat er ihm irgendwelches dummes Zeug eingeredet. Na, daran ist er ja Weltmeister, du Papa, sabe. Ich will dich nicht stören. Tust du nicht. Das kannst du gar nicht wissen. Inspiration, das kennst du ja, ist alles. Du, das Transzendentale gelingt dir immer besser. Stilistische Konzeption und Ausdruckskraft bilden eine kompositorische Einheit. Die Farbe als expressive Kraft der Seele. Max? Ja? Stimmt's nicht, was ich sage? Tja, wo hast du das aufgeschnappt? Ich? Gar nicht. Wieso denn? Na, so schön. Ich habe da ein bisschen in Kritiken geblättert. Fachzeitschriften. Ja, weil es mich stört, dass Jasni Bescheid weiß und ich nicht. Alle verstehen mehr davon. Hork, Gabriela, Jasni, Delbrück. Ich dagegen... Du dagegen bist mein Mann, du betrachtest meine Bilder, nix und gehst zur Tagesordnung über. Und das genügt dir? Ja. Weißt du, weil Kroll... Wir haben da drüben geplaudert und wir haben dich hier gesehen. Und da hat er gemeint, Max, pass auf. Pass auf? Ja. Auf mich? Ja, und Jasni. Weil Jasni eben mehr Kunstverständnis hat, immer die richtigen Worte findet. Ach, Max. Ja, und wenn ich das dulde, hat er gemeint... Groll? Dann
dann treibe ich dich direkt in seine Arme. Max, ich habe geglaubt, du wolltest Kroll motivieren, damit er nicht durchdreht wegen Rosita. Könnte es sein, dass er dich mehr negativ beeinflusst, als du ihn positiv? Naja, könnte schon sein, dass es versucht, meine ich. Aber es wird ihm nicht gelingen, dem Schurken. Du bist mir treu, hm? Ja, Max. Und ich hoffe, es wird dir nicht langweilig. Oh, nein, 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 ganz im Gegenteil. Du, es ist alles in bester Ordnung. Mal weiter, mein Liebling. Ich finde deine Bilder wunderbar. Mal weiter. Wiedersehen, Frau Wiedersehen. Peller. Vom 15. bis 25. Ja, ist schon notiert. Gut. Wiedersehen, gute Heimreise. Vielen Dank. Wiedersehen. Du hast übrigens recht. Die beiden sehen wirklich nicht so aus, als ob sie ein paar Wochen Urlaub gemacht hätten. Ja, wahrscheinlich sind sie auch auf den faulen Zauber mit den Goldbarren in dem alten Frachter reingefallen. Na, da sind sie aber selber schuld. Also komm. Ja. Du, entschuldige mich. Ja. Du hast den Mord doch nicht etwa begangen. Außerdem bist du so. Sie tötet mich mit jedem Wort. Wenn ich nicht schwimmen könnte, dann ging ich ins Wasser. Was hat Rosita denn gesagt? Ich war so blöd, auf deinen guten Rat einzugehen. Die Folgen könnten nur als katastrophal bezeichnet werden. Du kennst Rosita Moment, schlecht. Moment, ich begleite dich. Frank, ich bin mal kurz aus dem Haus. Ja, ja. Was? Ja, das hat sie gesagt. Du dürfst es mir nicht so leicht machen. Das ist gegen ihre Ehre. Gegen ihre, verstehst du? Na, ich hab zu ihr gesagt, Rosita, gut. Wenn ich 400 Millionen Peseten hinblättern muss, dann kann ich mal gleich einen Strick nehmen. Also verzeih ich dir und nehme dich wieder auf. War das etwa falsch? Naja, du, ich weiß nicht so recht. Aber Rosita, die verrückte Schlange, stell dir das mal vor, sie erwartet von mir Liebe. Liebe und Enthusiasmus. Ich soll auf die Knie gehen aus Dankbarkeit, dass sie zu mir zurückgekehrt ist. Die Glocken sollen läuten. Die Glocken? Zugegeben, das ist etwas viel verlangt. Na eben. Ich hab zu ihr gesagt, du bist eine verrückte Ziege, du kannst mir gestohlen bleiben. Da hat sie eine Vase nach mir geschmissen. Eine von euren billigen Hotelvasen. Aber immerhin, vergiss nicht, sie ihr in Rechnung zu stellen. Ja, ja, schon gut. Aber heute Morgen hast du zu mir gesagt, du liebst Rosita noch. Ja, so ist es ja auch. Ja, warum sagst du dann zu ihr, sie kann dir gestohlen bleiben? Sie weiß ja noch nicht, dass ich sie immer noch liebe. Soll ich mich vielleicht bei ihr dafür entschuldigen, dass sie mich betrogen hat? Die Vase hat übrigens ein kleines Loch in eure Tapete gerissen. Also die kann ich verkraften. Hör zu, du schreibst dir einen Brief. Nein, niemals. Und du kaufst dir einen Strauß Rosen. Nein, einen Dolch kaufe ich, einen Dolch. Wir werden beide sterben, wie Macbeth und Desdemona. Du meinst Othello und Desdemona. Das ist mir völlig egal. Wir werden jedenfalls sterben. Ich habe schon verstanden. Ja? Es war ein Urlaubsfall. Nein, das war es nicht. Was war es dann? Katinka, ich hatte nichts gegen deinen Freund, dem du treu sein wolltest. Er war für mich eine Art Garantie, dass ich mich nicht dazu hinreißen lasse. Er bildete die Grenze. Das tut mir aber leid für dich. Soll ich mir ganz schnell einen anschaffen, damit du wieder eine Grenze ziehen kannst? So einen Aufreiß aus dem Hotel vielleicht? Was ich meine ist, du bist jung. Was für eine verblüffende Feststellung. Wann hast du sie gemacht? Von Anfang an. Oder wie du von Anfang an die Feststellung gemacht hast, dass ich alt bin. Ja, ja. Uralt. Katinka. Ich entschuldige mich in aller Form bei dir, dass ich nicht wenigstens 35 bin. Dann ging es ja vielleicht, oder? Ja. Ah, ja. Für eine Woche also kann sich ein 50-Jähriger mit einer 25-Jährigen einlassen, für länger nicht. Mir gefällt das Wort einlassen nicht. Es entspricht nicht meinen Empfindungen. Um was für Empfindungen kann es sich denn handeln, wenn du dich übermorgen für immer von mir verabschieden willst? Und vor allem, wie verträgt es sich damit, dass du mir am Strand eben noch gesagt hast, du willst, dass ich ewig bleibe? Es verträgt sich überhaupt nicht damit. Das eine möchte ich und das andere muss sein. Ich wollte, ich könnte dich verstehen. Aber wahrscheinlich bin ich zu jung dazu. Da haben wir's. Ich bin einfach noch zu unreif, um deiner Altersweisheit folgen zu können. Der Beweis. Du hast recht. Deine Ironie tut mir weh. Ach ja? Was wäre dir denn lieber? Aber Andreas, ich bitte dich. Diesen kleinen Flirt habe ich doch niemals ernst genommen. Sowas stecke ich doch weg wie nichts. Da mach dir mal keine Gedanken. Aus den Augen, aus dem Sinn. Sowas erlebe ich jede Woche 2 bis 3 Mal. Ich nehme es, wie es kommt. Wenn du so wärst, liebte ich dich nicht.
Wo willst du hin? Zu einem Schönheitschirurgen. Ich lass mich älter machen. Falten, Runzeln, Tränensäcke, damit ich akzeptabel für dich bin. Die meisten Frauen wollen ja das Gegenteil. Jung sein, ich nicht. Jung sein ist eine Strafe. Tierra soñada por mí. Mi cantar se vuelve gitano a Isara Gilda. Du scheinst ja fröhlich zu sein. Ist denn das Gespräch mit Papa so gut verlaufen? Si, si, für mich schon. Hast du denn deinen Freund nicht mitgebracht? Doch, doch. Michael, komm doch. Das ist ja doch der mit dem kranken Bein. Oder Signora Kreuz? Der mit dem kranken Bein, das ist Frank. Aber der ist auch schon wieder gesund. Und Michael hatte nur den Fuß gebrochen. Aha. Asiéntate. Setz dich. Ja, gracias. Ich hoffe, Sarah bekommt mal einen besseren Mann als ich. Einen starken, einen klugen. Einer, der weiß, was eine Frau ist. Hm? Nun, ich... Ja. Und du liebst die Sarah so, dass sie dich nicht verlassen muss? Ja, das ist... Ja, so liebe ich sie. Und wenn sie dich verlassen muss, weil dein Feuer für sie so schwach brennt, und sie kehrt zu dir zurück, was tust du dann? Ja, ich denke, dass ich dass ich sie vielleicht küsse. Wie küsse? Ja, wild, entfesselt, leidenschaftlich. Muy bien, steh auf. Vergiss es aber nicht. Miguel, mira. Schau mal da. Ich muss seine Vase nach meinem Mann werfen, weil er verlangt hat, dass ich ihn wiederliebe ohne seine Liebe. Es ist una barbaridad, verdad? Sí, verdad. Ja, aber bei euch wird das nicht so sein, hä? Nein, Mama. Ich hoffe. Oh, lass uns was trinken. Ja? Ja? Miguel? Uno, dos, Achtung, y tres. Y viva el amor! Salud! Salud! Packst du? Ja, ich fliege heute schon. Das heißt, falls ich eine Maschine bekomme. Aber das ist doch so gut wie aussichtslos. Ja, das hat man mir auch gesagt. Aber ich versuche es trotzdem. Andreas, ich habe deine Entscheidung akzeptiert. Akzeptiere du bitte meine. Also gut. Dann fahre ich dich zum Flughafen. Nein, das wirst du nicht tun. Ich nehme mir ein Taxi. Ich habe ja vom Hotel für 3 Tage Geld wiederbekommen. Kommst du zurück, wenn du keine Maschine bekommst? Warum er dir keinen Platz in einem Flugzeug gegeben hat. Derselbe Gott, der lacht, wenn 2 Liebende sich finden? Ja. Und er ist begrüßt, dass du heute nicht versuchst, eine Maschine zu bekommen. Und ich begrüße es natürlich auch. Aus dir möchte ich mal schlau werden. Nein, nein, erklär es mir lieber nicht. Deine Erklärungen bedeuten immer nur eins. Abschied. Damit will ich nichts zu tun haben. Du bist mir am liebsten, wenn du gar nichts sagst. Dann denke ich immer, du verschweigst mir lauter schöne Sachen. Wieso kauft er meiner Frau Not? Ach,
Hat er das? Da würde ich ihn mal fragen. Oh, Quatsch, nicht so blöd. Wie kommt der dazu? Wahrscheinlich hat er rausgekriegt, dass Rosita heute Geburtstag hat. Ist doch schick, der Hut, oder? Nee, albern. Ich würde ja nie so einen albernen Hut schenken. Ja, du schenkst dir lieber gar nicht. Ach, da kommen Sie wieder. Guten Tag, liebe Frau. Mr. Bruce, how are you? Hallo. Das ist doch nicht zu fassen. Tja, die haben gestern Abend sehr lange miteinander in meiner Bar getanzt. Weiß gar nicht, warum du dich so aufregst. Muss ich dir das wirklich erklären? Jetzt machst du mich doch schon wieder lächerlich. Engländer ist er? Ja, aus der Versicherungsbranche. Sollen Heiden Geld machen. Du, nun braucht Rosita dein Geld nicht mehr. Ach, du Idiot, es geht mir doch nicht ums Geld. Nein? Warum denn? Du, ich habe keine Zeit, mit dir zu plaudern. Du weißt ja, wie das ist, wenn man das Haus voller Gäste hat. Adios! Ja, aber jetzt muss ich los. Ich beeile mich, hm? Fahr trotzdem nicht schneller, als dein Schutzengel fliegen kann. Na, keinesfalls. Schon wegen der Paella nicht, die Margarita für uns machen will. Das kann in ganz Spanien keiner so gut wie sie. Hoffentlich habt ihr euch nicht erkältet. Es como si ir viendo los perritos. Danke. Tienen pocos días. En realidad necesitan todavía su madre. Guck mal. Ja, das ist was Feines, gell? Voy a lavar la ropa. Margarita, ¿dónde está nuestra paella? Teníamos cosas más importantes que hacer. Uh-huh. Wo hast du denn die her? Aus dem Wasser. Stell dir vor, die wollte jemand in einem Sack ersäufen. Habe ich Zottel genannt. Mhm. Und den hier Zappel. Zottel und Zappel? Ja. Ja, das können die bestimmt nicht auseinanderhalten, wenn die mal groß sind. Zottel und Zappel, das klingt einfach zu ähnlich. Naja, das macht nichts. Dann